ich denke mal, redlich verdient das Ergebnis. Ich glaube, über das ganze Spiel gesehen waren wir ein bisschen aktiver, sind in Rückstand geraten, war nicht einfach für uns, war auch ein kleiner Dämpfer, aber wir haben uns nie aufgegeben, glaube ich, wie man gesehen hat. Und ja, wir haben immer alles investiert und Gott sei Dank wurden wir belohnt. Ja, ich glaube, hart umkämpft, war, glaube ich, von der Spielersicht jetzt war es, glaube ich, ein hohes Tempo. Vor allem erste Halbzeit und Salzburg sehr gut gepresst, sind wir nicht so ins Spiel gekommen. Hätten aber trotzdem mit Leeres einer Chance und den Elfmeter eigentlich ein, zwei leichte Tore machen können. Das ist uns leider nicht geglückt. Und ja, dann blöd in den Rückstand gegangen. Ich habe den Miranda ein bisschen aus den Augen verloren. Er köpfelt halt leider genau rein. Und ja, aber zweite Halbzeit haben wir, glaube ich, Moral bewiesen. Haben sehr gekämpft, haben einen hohen Aufwand betrieben und sind jetzt endlich belohnt worden. Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Red Bull ist eine starke Mannschaft, das hat man heute gesehen. Wir haben gut mitgespielt, wir können mithalten, das haben wir gesehen. Aber natürlich sind sie irgendwo ein Stück weit noch besser, das ist ganz klar. Aber nach dem 0-1 dann das Spiel zu drehen, das zeigt natürlich, dass die Mannschaft tolle Moral hat, eine tolle Einstellung, Charakter in der Mannschaft hat und an sich glaubt. Und nur so konnten wir auch das 1-1 machen. Auch wichtig, dass Osman den diesen einen Ball rausgefischt hat. Der war eigentlich unhaltbar von hinten. Und da habe ich dann aber gewusst, wenn der nicht reingeht, dass wir dann noch das 1-1 schießen können. Und so ist es dann auch am Ende gekommen. Und ich finde auch verdient, weil wir haben mehr Ballbesitz gehabt gegen eine starke Mannschaft, die auch beim Konter stark ist. Wir haben das Risiko, wir sind das Risiko gegangen und haben ein bisschen mehr dann investiert in das Spiel, obwohl Red Bull dann noch das ein oder andere, die ein oder andere Chance hatte. Ich denke, dass das Spiel sehr intensiv war. Chancen auf beiden Seiten. Es hätte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen können, aber wir sind hier mit dem Punkt sehr, sehr zufrieden, vor allem, weil wir eben auch 0-1 hinten waren. Also gutes Schlagerspiel, schnelles Spiel und von beiden Mannschaften ein gutes Spiel. Wir haben gut eingefunden, hätten, ich glaube, nach 5 Minuten war es mit dem Larry seiner Chance schon 1-0 in Führung gehen können. Dann war die Elfmetersituation, was ich jetzt nicht beurteilen kann. Aber nach dem Rückstand sind wir dann wieder zurückgekommen. Wir waren auch meiner Meinung nach das spielbestimmende Team in der zweiten Mannschaft, auch in der zweiten Halbzeit. Und dass dann das 1-1 noch gelungen ist, darüber sind wir sehr froh. Ja, ich hab's nicht richtig gesehen und ich auch noch nicht auf Video. Aber ich habe gehört, dass es ein klarer Elfmeter war. Aber in der zweiten Halbzeit auch von Red Bull ein Elfmeter war. Die hätten auch einen kriegen müssen. Aber wenn wir natürlich dort auch in Führung gehen, vorher schon mit Kajoda, als er aufs Tor zugelaufen ist, dann sieht die Sache schon anders aus. Und ja, wie gesagt, aber letztendlich finde ich, ist das unentschieden. Total gerecht. Wir haben gesagt, wir sind jetzt 1-0 hinten in der Halbzeit, haben nichts mehr zu verlieren. Wir gehen jetzt raus, probieren alles raushauen, aus dem Körper, was geht. Die Zuschauer sind da mitgegangen und haben gesehen, dass wir wirklich das Herz am Platz legen. Und ja, ich glaube, dass wir dann auch verdient. Natürlich haben wir auch Glück gehabt, wie der Lattenschuss von Minamino, glaube ich. Aber ja, wir haben dann für den Aufwand sind wir dann belohnt worden. Die neue mentale Stärke der Austria, bis zur 90. Minute alles offen. Ja, das hat der Trainer mitgebracht. Man kennt ja die deutsche Mentalität und so hat uns der Trainer mitgebracht und wie man sieht, setzt man das auch sehr gut um. Die Mannschaft hat heute einmal mehr eine sehr starke Mentalität bewiesen, sehr große mentale Stärke, hat sich durch den Rückstand nicht verunsichern lassen. Bitte verrat uns doch das Geheimrezept, um sowas zu erreichen. Nein, das ist der Vergangenheit. Erfolge machen natürlich selbstsicher und wenn man 5 oder 7 Mal mit Pokal hintereinander gewonnen hat, dann gibt das immer eine gewisse Sicherheit und das baut die Mannschaft sich, das ist ein Prozess, den baut die Mannschaft sich im Moment auf und sie merkt, dass sie stärker ist als das, was sie mal gespielt hat und von daher sind sie zu Recht so selbstsicher. Heute haben wir einen Punkt geholt und über den sind wir jetzt glücklich und haben jetzt ein bisschen eine Ruhephase und dann kommen die nächsten Spiele.